Provokant, jung, kreativ. Das ist Diesel. Be Stupid fordert die preisgekrönte Werbekampagne der italienischen Lifestyle-Marke. Doch dumm ist es von Diesel-Chef Renzo Rosso ganz und gar nicht, dass er den französischen Modejournalisten Bruno Coller als künstlerischen Leiter ins Unternehmen geholt hat. Eher ungewöhnlich. Leute, die für Modemagazine arbeiten, sind immer auf der Suche nach dem neuesten Trend. Diese Herangehensweise verschafft uns neuen Input. Und für die kreative Ausrichtung des Produkts bin ja ich zurück und arbeite sehr hart. Ich glaube, die Kombination aus Bruno und mir und unserem gesamten Team ist wirklich fantastisch. Man kann das Ergebnis hier sehen. Diesel wird wieder eine sehr coole und wichtige Marke. Ziemlich neu an Bord ist auch hier CEO. Welche Strategie verfolgen Sie? Die Strategie ist, Leute ins Unternehmen zu holen, die mehr Erfahrung im Geschäftlichen haben. Bisher haben Marina Tosin und ich die Firma geleitet. Sie hat allerdings mehr Erfahrung in der Verwaltung. Wir beide waren zwar eine gute Kombination, da wir verschiedene Jobs erledigt haben. Aber es ist hilfreich, jemanden mit Erfahrung in Unternehmensführung zu haben. Ich hoffe, dass wir mit Daniela Riccardi jetzt wirklich durchstarten können. Wir müssen nicht riesengroß werden, wollen aber das Potenzial der Marke ausschöpfen. Es gibt noch viele Länder, in denen wir zweistellig wachsen können. Glauben Sie, dass Läden in der Zukunft mehr Entertainment bieten müssen? Entertainment ist allgemein etwas, das jedes Label bieten sollte. Eine Bar, ein Restaurant, irgendwas. Und das Internet ist dabei eine große Hilfe. Du bist so jeden Tag, wann immer du willst, mit deinen Kunden verbunden. Du kannst sie über das Web informieren, mit ihnen in Kontakt treten, Witze machen. Diese Art der Unterhaltung ist heutzutage einfach notwendig, um eine vertrauensvolle Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. For create a relationship and loyalty with your consumer. Wie wichtig ist dann zum Beispiel Facebook für Diesel? Facebook nutze ich auch selbst. Facebook, Twitter, Social Media insgesamt ist wirklich wichtig, weil es die Leute verbindet. Dort sagen sie die Wahrheit. People buy the social network, they connect and they tell the truth. Wenn Sie etwas mögen, dann promoten Sie das. Auf der anderen Seite, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann sagen Sie das natürlich auch. Das finde ich sehr gut. Und so arrogant sind wir nicht, dass wir unseren Namen dafür benutzen, um den Kunden zu sagen, was sie kaufen sollen. Wir geben nur den Rat, fühl einfach, was wir machen, wer wir sind, und wenn es dir gefällt, dann komm vorbei und schau es dir an. Das war von Anfang an meine Philosophie. Und jetzt, dank dem Internet, sind die Kunden sehr gut informiert und wir haben die unglaubliche Chance, uns dadurch weiterzuentwickeln.